Willkommen zurück zu Bioshock 2. Beim letzten Mal sind wir hier in dem Park, der damals unter Leitung von Sophia Lamp war, angekommen. Davor stand er leider unter Wasser. Und dadurch, dass er jetzt erst wieder frei geworden ist, schwärmen Little Sister mit ihren Big Daddies her, um das Adam abzuzapfen. Das wollen wir nicht, deswegen kümmern wir uns um die Big Daddies, sammeln die Little Sisters ein und sammeln das ganze Adam für uns. Das werden wir jetzt auch gleich angehen. Aber davor spicken wir das Ganze hier ein bisschen. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Also ich habe lieber viele Individuen als einen übermächtigen Mensch. Es ist irgendwie, wenn man die ganze Zeit nur mit sich selber im Klaren ist, dreht man irgendwann durch. Also. Denken an ihre Mama. Echt? Wer ist das? Süß. Ja. Schmutzige Haare. Ich verhandle nicht. Wow. Ja. Von wo denn? Nicht einer meiner besten Momente, aber ein Moment. Du rettest mich immer vor den Monstern. So, dann wo war der? Von hier sind sie jetzt gar nicht gekommen. Ne? Und dann gehen wir jetzt zum dem Raum, wo wir gerade waren. Nein. Oh, hier ist alles so verwirrend. Ich möchte gerne zu dem Händler zurück. Zum Verkaufsautomaten. Nicht zu dem Verkaufsautomaten, sondern zu dem, wo ich Health Pack kaufen konnte. Warum haben wir den noch nicht gehackt? Hier müssten so viele zurückgelassene Medikits eigentlich rumliegen. Wow. Ne? Was stand da? Splicer? Achso, dass wir ihn durchsucht haben. Ne, den haben wir schon. Da ist ein Verbandskasten. Aber ist auch nicht der Laden. Hier ist auch nicht der Laden, wo ich eigentlich gemeint hatte. Aber ich höre
Wenn ich hier bin, höre ich was. Ah, okay. Hier ist so ein Laden, den ich wollte. Zirkus der Werte. Jetzt. So. Okay, dann retten wir die Kleine mal. Und erwarten dieses Mal eine Little Sister. Eine Big Sister. Danke. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Okay. Und jetzt spricht eine Big Sister durch. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Okay, und von wo kommt sie? Von wo kommt die Big... Von wo kommt die Big Sister auf uns zu? Oh. Subject Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm... Ganz kurz auf Pause. Vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lam hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Würde ich gerne, kann ich noch mal? Gut, nein, ich will das nicht. Okay, die bringt halt gar nichts. Wow. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ah, da liegt sie. Oh, ich habe halt gedacht. Ja, das war alles andere als geplant, wie es hier gerade gelaufen ist. So.
Speichern wir kurz. Ein Plan. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Vielleicht doch. Ja, vielleicht kann man das doch. Ja, und dann hat er sich den Schluss gefasst, hier alles absaufen zu lassen und... Ja. Ja, schade. Das wollte ich noch kurz. Das genüge ich dir etwa nicht. Nö. Aus der Entfernung. Wow. So, und... Ich habe mich entschieden, den Typen hier einfach in seiner eigenen Schmach versauern zu lassen. Denn wir sind besser. Ganz einfach. Hui. Und angekommen. Fontaine Futures 6. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Okay. Sophia ein bisschen auszuhorchen. Endlich alleine. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Lass zumindest die hier. Lauf nur! Nein. Gut, das war ganz schön tief. Und wie im ersten Teil auch, finde ich halt die Schrotflinte mehr als unterwältigend. Schade. Dankeschön. Schadensforschung. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforschung das Beste aus deinen freigeschalteten Schadensboni. Das wollen wir doch. Tausch mir das mit dem aus. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Oh.
Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Okay. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Dann tauchen wir mal ab und gehen weiter. Treffen wir den oder schalten den aus? Ich weiß nicht, was immer wir machen sollen. Ich liebe die Aussichten. Oh, guck mal, wie so hinten der Turm eingestürzt, aufgerissen ist. Uiuiui. Und ich nehme an, dass es hier dann wieder diese Adam-Würmer, Schnecken oder was es auch immer sind, geben wird. Na? Ja. Wenn ich jetzt nicht halt überall irgendwo andauernd festhängen würde. Hier ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, ist erstmal egal. Ich würde nicht irgendwie. Ich würde nicht glauben, dass hier nur eine einzige von denen ist. So komplett offensichtlich platziert, das ist ein bisschen zu einfach. Aber ich finde sonst nichts. Und das Fontaine für Jerry 6 sieht auch Wahnsinn aus. Aber ich finde keine weitere. Falls ich einen übersehen habe, gerne mit Zeitstempel und Beschreibung in die Kommentare. Denn ich bin blind. Autohack. Sind wir voll. Zigaretten, Gin, Dollar. Er stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich's in den Arm gespritzt hat. Durchsuch den. Aber Mr. A, der hat sich... Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alex... Ja, kleinen Moment. So. Mein Freund, und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Unglaublich!
Wo ist die andere? Ach ja. Wo ist jetzt? Wo ist jetzt der Houdini's Blesser? Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ja, hat er gesagt, er wird geisteskrank. Oder er verliert den Verstand. Dass wir ihn aufhalten sollen. Also von dem her, alles noch on track. Ich hab grad was Blaues gesehen. Doch nicht. Aber ich höre was glitzern. Das ist das da. Gucken können wir schwere Sachen. Schwere Niete ist nicht für uns. Was haben wir denn da? Also ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme auch so laut ist. Auf meinen Ohren ist es gerade ganz schön heftig. Oh. Identifiziere Freigabe-Level. Identifiziert. Klinisches Verzugsobjekt. Klassifikation. Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Oh Gott. Das ist alles so laut. Also ich werde hier ganz kurz speichern und das Spiel neu starten, weil das ist einfach... Da stimmt was nicht. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie... Mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist... Agnus D. Agnus D. Alles klar. Agnus D auch, mein Freund.
Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Ich sehe mich hier so als Individualist an. Von dem her. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du jetzt uns findest, nach Qual und Pein, nass und Nässe geht's dir rein. Ein Gipfelchen für wenig Geld und Loser will zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei Fontaine. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Zeit ist Geld! Oh Gott, verdammter Parasit! Nur ein kleines Schlüssel. Ein Meinungsaustausch. Ich bin... Okay, dann müssen wir uns jetzt hier um. Ach, wir können einfach so gratis. Nice. So. Er kommt gleich. Willkommen im Zirkus der Werte. Geld müssen sparen. Ja, gratuliere. Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Sehen wir gleich. Davor will ich erstmal ein bisschen umsehen, weil ich glaube, hier geht dann alles ziemlich drunter und drüber. Hat die einfach auf den drauf geschossen. Okay.
Was ist hier? Hier ist zu. Okay. Fackeln 3. Insektenschwarm 3. Komm schon. Ach. Ja, ich glaube, ich werde mir die beiden Dreier jetzt einfach holen. Oder hier ist auch Elektrobolt 3. 200. Telefon. Komm, Elektrobolt 3 muss sein. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Cool. Und dann noch 60. Gehen wir jetzt erstmal noch hoch. What's up? Daneben. Getroffen. Inchables Teleport Plasmid. Okay. Das will fangen mit mir anscheinend spielen. Quelle an Freibedingungen. Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Hat es was gebracht? Nein. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Yeah.
Ups, da fallen nicht. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Ich weiß genau, was du vorhast. Du bist hinter meinem Job her, stimmt's? Mit deiner Ausbildung? Weißt du, was für eine Sorte Mensch wir in diese Anzüge gesteckt haben, wie du einen trägst? Hm? Kriminelle, Delta. Du fliegst doch in hohem Bogen aus dem Vorstandszimmer, aus der Stadt. Nee, da fliege ich nicht raus, aber ich... Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur, Junge. Irgendwelche zweckentfremdeten Signalsender steuern das ganze Sicherheitssystem hier. Finde den Rest und zerstöre sie. Aber ich verabschiede mich heute von der Folge. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao.